Herzlich willkommen zurück zur Let's Play SimCity Städte der Zukunft. Mein Name ist Glabur und ja, ich muss gucken, dass wir die anderen Sachen irgendwie noch ein bisschen auf die Reihe kriegen. Bin gerade am überlegen, ob wir nicht noch die Prozessorenfabrik auf jeden Fall. Ja, da haben wir mal wieder das altbekannte Problem. Egal, läuft auf 3, da vorne läuft auf 2. Haben wir in dem Sinne 5 Stück, sollte erstmal vollkommen reichen. So, wir haben die Dinger komplett ausgebaut. Da unten haben wir gerade noch die LKWs zugebaut. Recycling Center läuft nicht sehr rund, weil wir einfach die Kohle für den Megaturm zusammensparen. Und wenn ich, glaube ich, wirklich genug Leute drin habe, dann sollte es eigentlich, oder erhoffe ich mir, sollte es dann eigentlich gut klappen. Hier passt es sogar zwischen. Und ich glaube, dann wird er hier hingesetzt. Und ich werde jetzt beigehen, dass wir den gleich vernünftig ausbauen können. Ich werde mir jetzt 3x 100.000 aufnehmen, Leute. So. Und wir werden jetzt einfach hier den Elite-Megaturm da volle Pulle reinhauen. So. Ich brauche Einwohner, Einwohner, Einwohner. Das ist jetzt erstmal ganz wichtig. Sonst wird das hier so langsam nichts mehr mit unserer Kohle. Und ich werde jetzt mal beigehen und werde die Steuern alle auf 15 runterdrehen. Mal gucken, ob das dann klappt. Wenn wir die ganzen Steuern auf 15 senken. In dem Sinne haben wir ja die Reichen, die uns ja jetzt die Steuern auch noch mitgeben, die wir ja vorher nie erhöht haben. Und so sieht das schon ganz okay aus. 9000 ist ganz okay. Wir haben ja Kohle über. So, wir hauen da jetzt nochmal eine mittlere Etage drauf. Es geht ja wirklich darum, dass wir hier erstens auch mehr Müll bekommen. Zweitens erhoffe ich mir einfach, dass das dann alles hier so ein bisschen runterläuft. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob man nicht beigeht. Was ist das hier? Das ist... Ah, guckt mal da. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Fällt mir noch gerade so ein. Schade, das funktioniert nicht so. Und wenn man beigehen würde, man würde so machen. Zack. Dann gibt es da nämlich erstmal eine schöne fette Autobahn. Ja. So. Dann läuft das nämlich schon mal eine ganze Ecke flüssiger. Denke ich zumindest. Wir müssen eh noch eine Schwebebahn und so bauen. Also daher, uns geht es ganz gut. Ja, ja, halt die Schnauze. Wir werden jetzt die Reichen da oben drauf setzen. Zweimal erstmal. So. Mir geht es ja hauptsächlich darum, dass wir jetzt erstmal hier Einwohner reinkriegen. Darum geht es mir ja jetzt erstmal. 600 und 600 macht 1200 Leute. Haben jetzt auch nur noch 8000 Minuten, sind jetzt bei 95.000 Einwohner. Also es steigt jetzt auf jeden Fall. 224.000. Ja, die Leute sind natürlich jetzt... Was ist mit der Industrie? Steuern sind zu hoch. Ja, vielleicht sollte man mit der Industrie anfangen und da die Steuern senken. Industrie wäre das hier. Komm, dann gehen wir mal bei der Industrie auf 10. In jedem Bereich. Ups, fangen wir einfach mit denen an. So. Ja, sind wir zwar wieder bei 15.000 minus, aber probieren wir es einfach mal, um die Zufriedenheit der Industrie mal wieder nach oben zu bekommen. So. Die Etage wäre auffällig. Dann kommt da jetzt nochmal eine Reichetage. Eine Reichen. Von den Reichen eine Etage oben drauf. Mein Gott, da habe ich Sprachfehler hier. Ist spät und ich habe Sprachfehler. Natürlich, diese Straße hier staut sich jetzt bis ins Ermächtige. Was ich gar nicht so toll finde. Aber egal, Karl. Wir werden es einfach laufen lassen. Da oben ist auch eine Ausfahrt. Also da können sie auch lang fahren. Daher sollen sie mal ganz geschmeidig bleiben. So, und hier gibt es auch immer noch den Tunnel, wo die Leute durch können. Das mit dem Benzin ist immer noch nicht besser geworden. Ja. Voll dämlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut.
380.000. Hier oben fehlt uns immer noch der Park. Würde ich sagen, dass wir den hier oben drauf bauen. Tourismus, Luftreiniger, Dachetage. So, bauen. Zack, dann haben wir den nämlich auch da oben drauf. Dann wird es den Leuten gleich etwas besser gehen. Und jetzt haben wir von jedem zwei Etagen. Jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Wir haben jetzt hier noch 2200 offene Stellen. Und hier 1700, okay. Ich werde jetzt beigehen. Ich weiß, das hört sich jetzt schwachsinnig an, aber ich will mit dem Turm mehr Geld verdienen. Deswegen werde ich jetzt eine Hightech-Etage bauen. Einfach darum, dass die Leute da arbeiten gehen können. Dann werde ich gleich noch eine Marktetage reiche bauen. Was haben wir denn hier gebaut? Hier haben wir eine Marktetage für mittlere. Und das war's. So, und hier werde ich gleich eine Marktetage für reiche noch oben drauf bauen. Dann habe ich nämlich 2, 4, 5, 6. Und dann kommt als letztes später die Gewerbeetage um, die Werbeetage oben drauf. Das hat einfach was damit zu tun, umso mehr Werbung man ja, wenn man Werbung da drauf macht, umso besser läuft das Geschäft. So. Wir haben jetzt so 98.000 Einwohner. So langsam, glaube ich, könnte das wieder klappen. Die Zufriedenheit der Gewerbegebiete geht auf jeden Fall wieder, Industrie geht auf jeden Fall wieder etwas nach oben. So, Büroetage haben wir da drauf gebaut. Jetzt kommt da noch eine Marktetage drauf. Für den Luxusbereich. Wir werden die ja gleich alle miteinander verbinden, die ganzen Türme. Und wir haben jetzt hier den dritten. 3 von 5 Parks, also das bedeutet, die Zufriedenheit ist um 3 gestiegen. Und jetzt haben wir hier die ersten Gebäude, die verlassen sind aus Grund zu hohe Steuern. Ja, wir können jetzt nicht hexen, ich kann jetzt nicht die Steuern ruckartig zurücksetzen. Wir können jetzt einfach mal die anderen schon alle auf 14 zurückdrehen. Dann sind wir schon mal wieder eine ganze niedriger, wie wir sonst waren. Weil wir ja den reichen Bereich damit drin haben. Aber das wird wohl schon funktionieren. So, jetzt haben wir 6. 6. Da haben wir die Skybridge-Station in der 8. reingeknallt. Alles klar, 6. Dann können wir nur eine. Eine. Dann nehmen wir natürlich die reiche Etage. Weil wir hier ja auch die Hightech-Job-Etage gebaut haben. So, dass wir in dem Sinne noch mehr Leute zur Arbeit zwingen, in den Turm zu gehen. So. Das Ding löppt auch. Wir müssen immer noch ein großes Klinikum bauen. Wir brauchen immer noch ein großes Krankenhaus. Unsere Polizei wird auch völlig überfordert sein. Das ist mir schon alles klar, Leute. Aber es bringt mir ja nichts, wenn ich hier ums Überleben kämpfe, gerade mit dem Geld. Dass ich dann beigehe und sage, jo, ich baue jetzt eine große Polizei, ne? Das ist, bringt uns ja gar nichts. Nullo in dem Sinne. Apartment ist auf jeden Fall nicht voll besetzt für die Reichen. So, hier hätten wir nochmal eine Apartment hingesetzt. Jetzt möchte ich gerne die Skybridge-Station oben draufsetzen. Eine Service-Etage, Skybridge-Station, jawohl, Baubeginn. Sehr schön. Upgrade verfügbar. Upgrade der Akademie. Sehr schön. Forschen. Was fehlt uns denn jetzt hier noch? Ja. Wellengenerator, Fusionsgenerator, Nuklear, Generator, Nuklear ist Blödsinn. Fusions, ist das jetzt... Versorgen Sie Elite im Megatum? Nee, das will ich nicht. Wir machen hier Stufe 4 einfach. Zack. Fertig. Hätten wir. So, Skybridge-Station sollte gleich fertig sein. Ich lasse jetzt auch die ganze Zeit erstmal auf volle Pulle laufen. Wir haben wieder eine Zufriedenheit von 80%. Industrie ist immer noch unzufrieden. Wir machen mit unserem Versand Gewinn. Warum die jetzt immer noch so unzufrieden sind, keine Ahnung. Allgemein steigt anscheinend. Bürger sind sehr zufrieden. Mal abwarten, Leute. Abwarten und Tee trinken, würde ich eher sagen. Ja, die Job-Etage ist sogar fast schon voll, also, ja. War vielleicht gar nicht so schlecht, dass man die miteinander verbunden hat. So, und schon hätten wir die nächste Etage fertig und da oben drauf
will ich jetzt die Werbeetage bauen. Werbe. Genau. Werbeprogramm. Luftreinigung. Ja. Genau. Baubeginn. Hätten wir. So. Dann haben wir nämlich jetzt hier gerade. Ja, Industrie steigt im großen Schritten. Sehr schön. Und dann haben wir nämlich jetzt hier gerade. Rucki die Zuck wirklich die Sache auf Reihe bekommen. Es ist alles ist krank hier. Ich glaube, das ist das, was uns auch so ein bisschen die Zufriedenheit wahrscheinlich nach unten treibt. Aber jetzt ein riesen Klinikum bauen. Wo könnten wir denn hier das große Klinikum hinklatschen, Leute? Hier so. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir würden jetzt das Klinikum bauen. Das ist sehr teuer. Es sind 120.000. Würde hier zum Beispiel schon gar nicht hinpassen. Ja. Und die Leute sind wirklich alle todkrank. Also das kommt noch dazu. Wir müssten das dann, wenn dann hier hinbauen. Ja, und dann könnten wir nicht mal alle Updates dran bauen. Das würde uns zum Beispiel schon mal wieder gar nichts bringen. Da würde uns das auch nichts bringen. Hier. Es würde nur hier uns was bringen. Ja, jetzt hätte ich es fast gebaut. Aber hier würde uns das nichts bringen, weil da ist das Kleine. Also wenn, dann müssten wir das wirklich irgendwo hier so platzieren. Und das werden wir jetzt auch machen. So. Wir haben 500.000, Leute. Ich werde das Ding jetzt wirklich hier volle Pulle erstmal hier gut ausbauen. Das war jetzt hier überhaupt erstmal die Krankheit jetzt hier wirklich mal ein bisschen unter Kontrolle bekommen. So, drücken wir es jetzt mal so aus. Das Ding hier bauen wir auch hier ran. Dann gleich ein Patientenflügel, dass wir hier ein bisschen Ruhe bekommen und natürlich das große Schild. So. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. So, was haben wir an Werbeabteilung? Volle Pulle, 100% Bonus. Profit heute 29.000. Nur durch die Werbung das ganze Koloss macht. Ausgaben von 19.710 und Einnahmen 31.000, Leute. Damit haben wir gut das Minus nach unten bekommen. So können wir jetzt mal wieder die Steuern um einen senken überall. So, dass wir hier wirklich mal die Bürger glücklicher machen. Ja? Das muss man jetzt ja mal wirklich so sagen. So muss man die Bürger zufriedenstellen. So, in dem großen Klinikum geht es natürlich jetzt ab. Ich hoffe, dass das jetzt auch mal ein bisschen was bringt. Weil wir haben 5 von 13 pro Tag versorgte verletzte Sims und 52 von 79 pro Tag versorgte kranke Sims. Also, ja, wir hängen so ein wenig hinterher mit unseren ganzen Patienten. Einfach mal abwarten, ob das jetzt etwas besser wird. So, was macht die ganze Zeit unser Werk hier? Ja, immer noch Wertstoffmangel ohne Ende, wo wir jetzt schon 5.400 hätten. Also das ist schon gar nicht so wenig pro Tag. So, jetzt gucken wir nochmal wegen Wasser. Wasser sieht noch ganz okay aus. Kakelakack sieht auch noch gut aus. Strom sollten wir wohl erstmal keine Probleme kriegen. Ich weiß nicht, dürfen wir jetzt schon den großen Reaktor bauen? Oder dürften wir ihn noch nicht bauen? Da steht jetzt Limit erreicht. Würde mich gerne mal interessieren, weil ein Ding bringt 2400 Megawatt. Das ist auf jeden Fall das Ding, was wir noch bauen müssen, bevor wir irgendwann mal die Stadt wechseln dürfen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir hier mit Handel sind. Verdienen wir denn jetzt mit dem Handel? Ja, wir machen jetzt 1,3 Millionen. Also wir sind immer noch nicht an die 2-Millionen-Grenze herangetreten. Mann, Leute, ey. Oh, Elektrozentrale haben wir noch gar nicht gebaut, oder was? Ich Schwachkopf hier. Gleich bauen das Ding. Warum haben wir das denn nicht gebaut, Leute? Ich Schwachkopf, weißt du, schick hier einen Prozessor nacheinander raus. Nö, Klabu, du hast die Elektrozentrale nicht gebaut, ey, du blöder Schwachkopf. Na, dieses Ding würde ich auch mal gerne bauen. Habe ich noch nie gebaut. Würde mich schon mal sehr interessieren, das Teil. Aber wohin, ne? Mit dem guten Stück. Man könnte das jetzt hier unten hinsetzen. Könnten wir mal eigentlich mal ausprobieren. Wenn man jetzt hier so ganz dicht die Straße entlang dran lang zieht. Sagen wir jetzt mal so. Upsa. Ja, wenn wir mal so lang ziehen, weil die hebt ja nicht ab. Die schwebt nicht, gar nichts. So, dann würden wir beigehen und würden dieses gute Stück
Ja, anscheinend schwebt die Straße doch. Dann weg mit dem Dreck. So, und was sagt er jetzt dazu? Aha. Nur da drüben geht's nicht. Hm. Ja, wir haben echt auf dieser Insel absolutes Platz. Einen absoluten Platzmangel, in meinen Augen. Ich weiß nicht. Ich probiere es einfach mal so, Leute. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was hier auf mich zukommt. Ich brauche Prozessoren, Legierungen und Dingens. Also jetzt dürfen wir die Prozessoren nicht mehr verkaufen, so wie es aussieht. Hier haben wir gar nicht die Prozessoren. Sondern hier hätten wir die Prozessoren. Und die Prozessoren müssen wir jetzt lokal halten. Okay. So, und was produziere ich jetzt hier? TVs. Was könnte man hier noch produzieren? Computer. Mhm. Also 100.000 kostet ein so ein Band. Zwei. Die kriegen wir sogar jeden. Eins, zwei, drei. Und eins haben wir ja. Ja, wie geil ist das denn? 100.000. Ein so ein Band. Alter, leckt mich. Zwei. Jetzt haben wir drei. Das drei sollten erstmal reichen. Was bringt uns das hier? Garage für Transporter. Also genau die gleiche... Na, tolle Wurst, Leute. Was habe ich hier? Ja, lassen wir erstmal. So. Jetzt hätten wir TV-Geräte. TV-Geräte, dürfen wir denn TV-Geräte mit dem guten Großdingen hier verkaufen? Das wäre ja schon mal episch. Jawohl! TV-Lager. Sehr nice. Dann können wir das nämlich nehmen. Weltlieferung und TV-Geräte exportieren. Wir kriegen dafür 26.000. Wir haben 70.000 für 1.000 Prozessoren bekommen. Und jetzt kriegen wir für 1.000 Fernseher das Doppelte. Braucht aber Legierung und Plastik. Also beides. Also, das könnte teuer werden. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich gestehen. Das könnte teuer werden. Aber nicht verzagen. Eggert fragen, würde ich sagen. Und wir wollen ja... Ich will ja auch mal was anderes zeigen. In SimCity. Wie immer nur... diese Mega-Städte da hochziehen etc. Die Steuern sind manchen immer noch anscheinend zu hoch. Na, Grundbrand, ist klar, das hört sich schon mal ein bisschen was anderes an. Aber noch weiter kann ich erstmal die Steuern nicht senken. Denke ich zumindest. Wie sieht es jetzt hier im Klinikum aus? Ja, also zwei Kranke, also das sollte wohl benutzen. Bauen Sie an einem Tag eine einzige Stadt 1.000 Kisten TV-Geräte zusammen. Wir haben jetzt schon 1.000 Kisten TV-Geräte gebaut. Willst du mich verarschen? Oh ja. Das könnte er sogar, weil er schafft nämlich TV hergestellt 7.200 Kisten. Alles klar. So, ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei SimCity Städte der Zukunft. Mein Name ist Gabur. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, Lowi.